Herzlich willkommen zu dieser Tarotkartenlegung. Mein Name ist Monsieur Christian und heute werde ich einen Blick in die Karten für dich werfen. Ich werde mir anschauen, was in deinem Gegenüber vor sich geht. Wir haben das schon mal gemacht, es wird eine Herzensnachricht sein. Das bedeutet, ich schaue mir an, was die Wahrheit ist, was er dir sagen würde, wenn er ehrlich zu dir wäre. Und diese Nachricht wird von Herzen kommen. Achte einfach auf die Resonanz. Ich werde jetzt auch durchmischen. Natürlich, es ist nicht geschlechterspezifisch, auch wenn es aus der Sicht einer Frau gemacht ist, weil die meisten zu sehr Frauen sind. Man kann das Geschlecht aber einfach auf seine Situation ummünzen. So, dann starten wir los. Ich werde jetzt einmal ein paar Karten legen, einfach auf die Situation und was gerade so los ist. Und dann werde ich dir die Nachricht vom Herzen übermitteln. Wir haben hier den Pagen der Münzen. Wir haben den Tod. Und wir haben die Königin der Schwerter. Ganz klar, du misstraust und du hast Vertrauen verloren. Du möchtest vertrauen, aber es fällt dir schwer. Du kannst es nicht. Also du kannst hier aktuell einfach nicht ganz im Vertrauen sein. Wir haben hier einfach diese Hoffnung, die noch da ist, aber einfach auch viel Frustration, die momentan bei dir vorhanden ist. Du hast einfach diesen Glauben verloren und man hat dich enttäuscht. Du hast deine Hoffnungen auf jemanden gesetzt und wurdest enttäuscht, aber möchtest nicht, dass es das schon gewesen ist. Das heißt, du spürst hier doch, dass noch Potenzial da ist, etwas zu verändern. Wir haben hier ja den Tod. Du wünschst dir irgendwo einen Neuanfang. Du möchtest, dass es funktioniert, aber weißt, dass da zwei dazu gehören. Das heißt, es liegt nicht allein in deiner Macht. Es müssen zwei mit dabei sein. Es müssen zwei investieren. Ass der Stäbe, Königin der Münzen, Königin der Kelche. Und ich sehe hier wirklich einen Schmerz, der vorhanden ist wegen diesem Menschen. Dieser Mensch ist auf der einen Seite in deinem Herzen, auf der anderen Seite ist sein Verhalten einfach schmerzhaft für dich. Du hättest dir mehr Einfühlungsvermögen gewünscht. Und ja, vielleicht mögen nette Worte mal da sein, aber du merkst, dass es doch Kälte ausstrahlt. Es kommt ja nicht nur darauf an, was man sagt und was man tut, sondern wie man es tut, was man dabei ausstrahlt, wie man dabei wirkt. Und ich sehe, dass dieser Mensch dir auch gerne einiges sagen würde, nur ist da vieles im Weg. Das sind einfach Hemmungen da und diese Hemmungen verhindern, dass dieser Mensch aus sich herauskommt. Und das ist aber nichts, was nur der hat. Das haben sehr, sehr viele Menschen. Viele Menschen haben Hemmungen, wenn es darauf ankommt, ehrlich im richtigen Moment zu sein. Und ich verstehe natürlich, dass hier bei dir dann die Frustration da ist, dass du einfach sagst, ich habe genug vom anderen Geschlecht oder die sind alle böse. Aber so ist es nicht, auch wenn es manchmal so scheinen mag. Und wichtig ist für dich zu verstehen, dass
du einfach diesen Fokus behalten musst auf dich selbst und auch das Vertrauen in dich selbst haben musst, in deine Ausstrahlung und in deine Aura. Und dass du hier einfach nochmal in dich gehst und dich fragst, was du wirklich willst in Bezug auf diesen Menschen und was du fühlst, dass dein Gegenüber fühlt. Das heißt, was dir dein Herz sagt, was Sache ist. Und das ist oftmals schon etwas sehr, sehr Kraftvolles. Natürlich, manche Menschen steigern sich auch in eine Illusion hinein. Ja, also ich will dir da nichts vormachen. Und das hast du vor allem bei Menschen, die verliebt in jemanden sind und diese Verliebtheit wird einfach nicht erwidert, wurde vielleicht auch nie erwidert. Und die steigern sich dann in was hinein, was leider nur einseitig ist. Und dann nützt auch Warten nichts, weil was nicht vorhanden ist, kommt oftmals auch nicht. Es kann natürlich sein, dass es kommt, aber oftmals kommt es nicht. Natürlich hat man aber auch selbst so eine Intuition, die einem sagt, nein, da ist mehr und das ist ein schmaler Grat. Manche Menschen haben keine Intuition, die haben einfach nur Gefühle. Und das ist ein großer Unterschied. Gefühle für jemanden zu haben und das Einfühlungsvermögen und dieses Herzensverständnis in Kombination mit dieser Intuition, die einem auch sagt, ob diese Gefühle auch erwidert werden, ob die einfach nur schlummern, ob da irgendeine Blockade da ist, das ist ein großer Unterschied. Nichtsdestotrotz kommen wir aber jetzt zu der Herzensnachricht, würde ich sagen. Ich nehme mir jetzt noch einen Schluck Wasser. Und los geht's. Ich weiß, dass du aktuell an mir zweifelst. Und nicht nur das. Du weißt, und ich weiß das auch, auch wenn ich es nicht zugeben würde, dass rein objektiv gesehen, rein rational gesehen, du eigentlich mit mir abschließen müsstest, weil viel passiert ist und weil ich hier auch einfach mittlerweile an einem Punkt bin, wo ich die Erkenntnis habe, dass viel passiert ist. Und ich möchte aber nicht, dass es das schon gewesen ist. Ich möchte es einfach nicht. Ich möchte einfach einmal ehrlich mit dir reden und ich weiß, dass es eigentlich direkt stattfinden sollte. Wir sollten uns gegenüberstehen, aber ich kann nicht. Ich habe solch tief sitzende Hemmungen, die es mir nicht ermöglichen, auf direkten Wege offen zu sprechen. Und deshalb muss ich dir jetzt alles sagen, was gesagt werden muss. Momentan habe ich oftmals unruhige Momente. Mein Schlaf wird des Öfteren unterbrochen. Und auch wenn ich tagsüber mit etwas beschäftigt bin, kommt immer wieder eine Unterbrechung. Und in dieser Unterbrechung sehe ich ein Bild von dir und mir. Ich sehe uns beide zusammen und ich kann es mir nicht ganz erklären. Ich weiß einfach nicht, wie ich damit umgehen soll. Und es ist immer dasselbe Bild. Ich habe hier ein ganz bestimmtes Bild von uns beiden, das ich auch nicht aus dem Kopf bekomme. Und
Was ich dir sagen kann, ist, dass unser Band stark ist, stärker als ich vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt geglaubt habe. Es kommt jetzt die Erkenntnis für mich. Mir geht ein Licht auf, ich sehe das, was wirklich ist. Auf dem Bild, das ich immer wieder in den Kopf bekomme, das mir gezeigt wird und das mir auch den Schlaf raubt, weil ich plötzlich aufwache und dieses Bild vor mir sehe, sind wir beide zu sehen, wir beide zu zweit und in vollkommenster Harmonie. Hinter uns ist ein wunderschönes Panorama, ein wunderschöner Hintergrund an einem sehr, sehr schönen Ort. Wir beide sind hier klar erkenntlich, voll in uns selbst, in unserer Energie und in unserem beidseitigen Beisammensein. Und dieses Bild weckt etwas in mir. Es ist nicht einfach nur ein Bild im Kopf, das entsteht, wenn man etwas verarbeiten muss. Nein, es ist mehr als das. Dieses Bild hat eine eigenartige Bedeutung. Es ist wie ein Gemälde eines genialen Künstlers, das nur ich kenne und das nur ich zu Gesicht bekomme. Und jedes Mal, wenn ich dieses Bild sehe, und ich kann dir wirklich sagen, ich verstehe nicht, warum es immer dasselbe ist, erkenne ich neue Details in diesem Bild. Ich spüre etwas und eigentlich bin ich nicht wirklich so, dass ich glaube an Dinge, an Übernatürliches, an Spirituelles. Ich glaube eigentlich nicht wirklich daran, aber hier geht etwas vor sich, was ich mir beim besten Willen nicht erklären kann. Und mir ist klar, dass du dir eigentlich eine Entschuldigung wünschst. Du würdest dir einfach mal wünschen, dass ich ehrlich zu dir bin. Und ich kann mir denken, was in dir vorgeht, wenn du etwas von mir hörst, etwas von mir erfährst, was ich dir nicht gesagt habe, was den Anschein hatte, von mir verborgen zu werden. Und du merkst auch, dass es kein Zufall sein kann, wie oft wir aneinander geraten, sei es im Traum, sei es zufällig bei einer Begegnung, sei es einfach wie ein Bild, das eben immer wieder kommt und einfach mehr ist als nur Verliebtheit, als nur irgendeine Art von körperlicher Anziehung. Nein, hier ist mehr da. Hier ist mehr da. Und ich bin wirklich neu auf diesem Gebiet und du musst dir denken, wenn du das alles hörst, was mit mir los ist. Ich sage dir das alles, ich rede hier frei raus, alles kommt aus mir heraus und dann lege ich in der physischen Welt wieder ein vollkommen widersprüchliches Verhalten an den Tag und ich weiß, dass ich hier etwas ändern muss. Wenn ich es jetzt hier so sage, erscheint es mir alles noch verrückter und das tut dir nicht gut. Mir ist klar, dass dir das nicht gut tut, aber ich kann dir sagen, dass ich wirklich Probleme habe. Ich habe Probleme, zu mir selbst und zu dir zu stehen. Ich wünsche mir so sehr Aufmerksamkeit von dir. Ich würde mir wünschen, dass du auf mich zukommst.
Ich würde mir wünschen, dass du einen Weg findest, mit mir in Kontakt zu treten. Und mir ist klar, dass ich eigentlich der bin, der es machen müsste. Aber irgendetwas hält mich zurück. Aber wenn du es nicht tust, werde ich es tun. Gib mir nur noch etwas Zeit. Ich kann verstehen, wenn du nicht mit mir in Kontakt treten möchtest. Aber das macht nichts. Es ist dein Recht. Gib mir noch etwas Zeit und ich werde derjenige sein, der einen Weg zu dir finden wird. Mir ist klar, dass wir nicht da weitermachen können, wo wir aufgehört haben. Wir müssen gänzlich neu anfangen. Wenn wir beide beisammen sein möchten, müssen wir die Vergangenheit ruhen lassen. Das war jetzt die Herzensnachricht. Ich werde jetzt noch ein paar Karten ganz allgemein auf eure Zukunft legen. Zwei der Stäbe, drei der Schwerter. Und natürlich, wenn dir so etwas gefällt, wenn dir solche Nachrichten weiterhelfen, aktiviere unter dem Video gerne die Benachrichtigungsglocke und du wirst auch keine der zukünftigen Herzensnachrichten mehr verpassen. Und dann haben wir hier noch den Pagen der Kelche dazu bekommen. Sehr viele Emotionen, dramatische Momente wird es geben, ja, also das kann ich dir sagen. Hier ist das Ende noch nicht verfasst worden. Und da tut sich noch etwas. Mach dich aber auf Emotionen gefasst. Mach dich auf dramatische Momente gefasst. Ihr beide seid aneinander geknüpft auf irgendeine Art und Weise. Und das kann wunderbar sein, es kann aber auch schrecklich sein, wenn die Harmonie gestört wird. Wenn dein Gegenüber es nicht schafft, seine Hemmungen zu überwinden, wird nur Schmerz präsent sein. Aber wenn er es schafft, werdet ihr wunderbare Momente auskosten, die sich anfühlen werden, als wären sie nicht von dieser Welt. So schön werden sie sein. Und das wird etwas sein, was dir für immer in Erinnerung bleiben wird. Und es wird sich anfühlen, als wäre es einfach richtig. Als wäre es einfach das, was sein muss. Was geschehen muss. Und diese wunderbaren Momente sind das, wofür sich die ganzen Mühen und das ganze Warten am Ende des Tages lohnt. Das war jetzt auch die Nachricht, das war die Legung. Ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal.